Gleich kann es losgehen. Wir stehen hier noch bei der Schlussbesprechung. Ich weise den Tobi noch darauf hin, dass er die Weste richtig rum anzieht. Aber jetzt kommt eh schon die Der Prüfung. Schriftzug Fahrschule, der muss nach Grüße innen. So, dann haben wir die Prüferin, wieder eine sehr junge Prüferin. Das freut uns wirklich sehr. Frau Beatrix, die wird heute die Klasse A-Prüfung machen. Tobi ist hier am Start und wir sind gut gelaunt. Wetter ist super. Es ist allerdings noch recht heiß geworden an diesem Tag und wir haben fast, ja, kann man sagen, also 25 Grad, also nochmal ein Sommertag. Und es ist gleich losgegangen hier mit der Abfahrtkontrolle. Er sollte also mal zeigen, hier den Notausschalter zeigen, wo sich der befindet. Drei Fragen sind es bei der Abfahrtkontrolle. Das nächste war dann das Lenkschloss und dann die Frage 3, da ging es dann, haben wir noch genügend Öl an Bord? Und das sollte dann der Tobi zeigen. Ja, wir haben uns gut vorbereitet. Tobi hat sich gut vorbereitet. Und das war jetzt alles kein Problem. Das hat er wunderbar gemeistert. So, für die Frau Beatrix ist es die erste Prüfung. Wie wird es ausgehen? Wir werden sehen. Wir biegen mal kurz ab das Intro. Fährst du frei. Ja, willkommen zurück auf meinem Fahrschulkanal. Ich bin der Peter. Ich schicke euch ein herzliches Hobbidere aus Traunstein, ganz in der Nähe vom Chiemsee und direkt am Alpenrand gelegen. Wir sind heute bei einer Prüfung der Klasse A. Am Start ist der Tobi. Klasse A heißt Direkteinstieg. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei den Unterstützern von euch bedanken. Und zwar an Sandro, an Shadi, an David, an Irmgard. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid jetzt hier im Video verewigt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne per PayPal oder mithilfe des Super Danke-Buttons unter dem Video. Ich freue mich über jede Unterstützung von euch. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch erinnern, vergesst das Abo nicht, die Glocke betätigen und auch das Like. Das ist alles wichtig für meinen Kanal. Ihr unterstützt mich damit sehr und ich freue mich auch darüber sehr. Und jetzt gehen wir mal rein in die Prüfung. Wir sind hier unterwegs auf der Chiemseestraße, so heißt also diese Straße Richtung stadtauswärts. Und da vorne kommt dann gleich eine Tankstelle auf der rechten Seite. Und da wird es gleich mal spannend, denn wir sind dann da vorne rechts abgebogen. Schauen wir mal, ob hier Tobi alles richtig macht. Was sollten wir machen? Ja, Spiegelblick in den Schulterblick und hier nicht über die durchgezogene Linie fahren. Und natürlich muss man hier auch noch die Ampel beachten. Tobi ist da ein bisschen über diese durchgezogene Linie noch gefahren. Und mal sehen, ob der Prüfer oder die Prüferin da noch was dazu sagt. So, dann sind wir hier in einen 30er-Bereich reingefahren. Und jetzt schauen wir einfach den Tobi mal zu. Ich sitze hier neben der Prüferin. Die Prüferin, die sitzt also hier auf dem Beifahrersitz. Sie teilt mir die Richtungsangaben mit. Ja gut, jetzt war einfach die Anweisung, wir fahren jetzt zu den Grundfahraufgaben. Das ist das Erste, was man macht. Und die Fahrt dorthin, die wird nicht lange dauern. Das sind nur wenige Kilometer hier entfernt vom Startpunkt. Dann gab es hier gleich mal einen höheren Schwierigkeitsgrad, nämlich ein Radfahrer, eine Radfahrerin. Mit welchem Abstand muss man dran vorbeifahren? Außerhalb geschlossener Ortschaften? Zweite geht's raus, Richtig, zweite 2 Meter. Ausfahrt. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. So sollte das aussehen. Könnte der Abstand nicht eingehalten werden, müsste man dahinter bleiben. So, dann sind wir hier die zweite Ausfahrt rausgefahren. Da gab es jetzt nichts weiter Besonderes. Wir springen mal ein bisschen nach vorne. So, am Ende der Straße sind wir dann hier links abgebogen. Da muss man also sehr vorsichtig hinfahren. Haben wir einmal den Radweg
Und wir sind außerhalb geschlossener Ortschaften, also die Fahrzeuge sind schnell auf den Straßen unterwegs. Die nächste Straße sind wir dann wieder links abgebogen. Wir sind jetzt auf der Straße Richtung, für die Ortskundigen unter euch, Richtung Nussdorf. Und wir biegen also weit vorher dann hier links ab Richtung Platz für die Grundfahraufgaben. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum sind wir denn nicht beim TÜV gestartet? Der TÜV, der tut die Fahrschulen unterstützen, wenn es möglich ist. Gibt also eine Organisationshilfe. Das war also hier bei unserer Prüfung der Fall. Der Prüfer, die Prüferin, die hat uns geholfen und den Startpunkt dann, weil es organisatorisch eben möglich war, zu unserem Wohnstartpunkt verlegt in die Chiemseestraße. So, dann sind wir hier durch diese kleinen Weiler gefahren. Also hier ist, muss man ein bisschen aufpassen. Da schaut einfach mal in die anderen Prüfungsvideos rein. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Das habe ich immer wieder mal angesprochen. Und schaut da mal rein. Ich verlinke euch hier mal ein Video, falls ich es nicht vergesse. Sonst schreibt es gerne nochmal in die Kommentare rein. Dann habt ihr ja gesehen, aber jetzt 40 Ende. Und hier ist alles ein bisschen unübersichtlich. Tobi macht es ganz gut. Man soll es jetzt nicht übertreiben hier mit der Geschwindigkeit. Ihr wisst ja, anpassen der Geschwindigkeit auch an die Sichtweite. Und er hat das hier sehr gut gelöst. Fährt nicht zu schnell, fährt nicht zu langsam. Also fährt genau richtig. So sollte das ungefähr aussehen. So, und jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zu dem Platz für die Grundfahraufgaben. Schauen wir mal, was wir heute alles erleben. Es ist ja immer, ja, es ist Prüfung, es ist eine gewisse Anspannung. Die Schüler, die sind manchmal plötzlich ganz anders. Also manchmal kennst du es nicht mehr. Hey, ist das jetzt noch dein eigener Schüler oder wo kommt der jetzt her? So quasi. Und schauen wir mal, ob wir heute auch wieder sowas erleben. Wir werden sehen. Jetzt geht es erstmal hier an diesen Maisfeldern vorbei. Ja, schaut er hier aus wie eine Wand. Riesige Maisfelder, riesig gewachsen hier. Ja, das dürfte noch an die 3 Meter sein. Ja, und hier ist unser Übungsplatz. Erkennt das Drama auch hier? Unfall. Dominik, da hat es ungefähr genauso ausgesehen mit dem Maisfeld. So, so ein Drama wollen wir heute nicht erleben. Nun, wir haben den Übungsplatz erreicht und es geht auch gleich los mit den Grundfahraufgaben. Die Prüferin teilt dem Schüler gleich mal die erste Aufgabe mit und das ist wieder mal die Übung Stop and Go. Ja, schauen wir mal, wie es dem Tobi geht, wie er reinkommt. Und das geht gar nicht gut los, nämlich sofort mit einem Fehler begonnen. Das heißt, tatsächlich jetzt schon der letzte Versuch. Und das ist ein unglücklicher Beginn, weil man sich natürlich sehr unter Druck setzt. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Dann irritiert hier noch ein Auto, das vorbeifährt, aber alles gut. Für die Konzentration ist es natürlich schon eine Herausforderung. Jawohl, aber das hat dann gepasst und die nächste Aufgabe ist dann gleich das Bremsen. Bremsen mit höchstmöglicher Verzögerung, Tempo 50. Dabei ist zu beachten, wie der Prüfer die Aufgabe genau formuliert. Heißt es etwa bei mir beginnen oder sagt der Prüfer einfach nur Bremsen mit höchstmöglicher Verzögerung. Das war jetzt hier der Fall. Dann könnt ihr einfach fahren und beliebig anfangen mit dem Bremsen. Stützt euch beim Anhalten mit dem linken Fuß ab, dann könnt ihr nämlich mit dem rechten bis zum Schluss auf der Bremse bleiben. Das hat Tobi wunderbar gemacht. Dann kommt als nächstes die Übung 7 Meter Slalom. Die wird gefahren mit Tempo 30. Nicht die Hütchen anschauen. Schön gleichmäßig durchfahren. Das hat gepasst. Dann fehlen eigentlich nur noch zwei Aufgaben. Das Ausweichen ohne und das Ausweichen nach Abbremsen. So ist es. Jetzt also, das hat sie eben gerade gesagt, Ausweichen ohne Abbremsen, Tempo 50, Kupplung ziehen beim ersten Hütchen, Ausweichen vor dem zweiten Hütchen, am zweiten Hütchen vorbeischauen, nicht anschauen und
wieder zurück auf die ursprüngliche Fahrlinie. Das hat auch gepasst. Dann gibt es die nächste Anweisung. Das ist dann das Ausweichen nach vorherigem Abbremsen. Auch mit Tempo 50. Abbremsen vor dem ersten Hütchen, beim ersten Hütchen weg sein von der Bremse, sowieso beide Bremsen hernehmen, die Kupplung von Anfang an mitziehen und dann mit gezogener Kupplung das Ausweichen. Das hat auch gut ausgesehen. Dann haben wir noch die Aufgabe Schrittgeschwindigkeit, Slalom und unbedingt darauf achten, nicht zu dicht am Slalom starten, immer aus dem Stand starten. Das hat er gut gemacht, der Tobi, und nicht die Hütchen anschauen. Jawohl, das hat gepasst, das war's mit den Grundfahraufgaben. Grundfahraufgaben bestanden, das wurde dem Tobi jetzt gerade mitgeteilt und dann wurde eben gesagt, wie es jetzt weitergeht mit unserer Fahrt. Ja, die Prüferin, die freut sich natürlich auch. Die erste Prüfung, ja nicht überhaupt, nicht generell die erste Prüfung, sondern die erste Prüfung in bei mir in der Fahrschule und ja, da freut man sich auch als Prüfer, als Prüferin, wenn das gut läuft. Und wir sind dann hier weitergefahren, zunächst mal für die Ortskundigen unter euch, Richtung Nussdorf. Und hier wird übrigens auch gerne mal die Aufgabe des Überholens gefordert, dass man an passender Stelle überholt. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schwierig mit dem Maisfeld hier. Deswegen wird da zurzeit auch diese Aufgabe, zumindest an dieser Stelle, nicht gefordert. So, also wir sind dann hier unterwegs. Ganz normal sollte man fahren. Wenn es möglich ist, dann natürlich auf den Landstraßen, Überland, dann auch mal 100 fahren, wenn es möglich ist. Also hier jetzt nicht. Und jetzt sind wir sowieso, hier geht es in den Ort rein und am Ende sind wir dann links weitergefahren. Am Ende fahren wir dann links weiter, am Ende links. Ja, dann schauen wir uns das mal an, wie Tobi das macht. Also links geht es weiter, macht rechtzeitig den Blinker an, tut sich zur Mitte hineinordnen. Und macht den linken Fuß runter fürs Linksabbiegen. Jawohl, das hat doch gut ausgesehen. Dann kommt hier gleich ein Zebrastreifen, da kann man mal zeigen, ob man hier das mit den Markierungen auch weiß, dass man da möglichst nicht über die Markierungen drüber fährt. Haben wir schon immer wieder angesprochen in den Videos, über die Markierungen. Sollte man nicht fahren, trainiert man am besten im Trockenen. Die Markierungen sind generell rutschig und bei Nässe natürlich richtig glitschig. Ja, dann noch was zu den Füßen, wenn wir jetzt da ansprechen, der linke Fuß runter da beim Linksabbiegen. Das ist auf alle Fälle eine Hilfe für das Abbiegen, dass man die Kurve richtig fährt und wenn man dann einmal ein erfahrener Motorradfahrer ist, irgendwann einmal tritt es dann mehr oder weniger in den Hintergrund, weil man genau weiß, wie man dann seine Maschine kontrolliert. Aber vor allem für die Einsteiger oder für die Beginner, da kann es natürlich auch was Wichtiges sein. Und wenn das nicht passt, dann kann jemand, der da abbiegt, auch schon mal die Kurve gar nicht kriegen. Man kann sich das später gar nicht mehr vorstellen als erfahrener Motorradfahrer, aber das ist halt so, jeder fängt mal an. Und wir sind mittlerweile hier aus der Ortschaft Nussdorf rausgefahren, da gab es jetzt keine weiteren Besonderheiten und Tobi, er hat jetzt hier auch schon schön Gas gegeben, das sollte man auch machen hier auf dieser Straße, schön übersichtlich trocken, gute, beste Sicht und da kann man hier schön mit 100 fahren und wenn dann größere Kurven kommen, stärkere Kurven kommen, dann muss man natürlich wieder rechtzeitig rausnehmen, das Gas. Und das hat er drauf, der Tobi. Es ist ja hier, er hat schon einen Führerschein, er hat natürlich auch vom Autofahren her die Erfahrung. Und das hilft natürlich. So, am
Ende sehr geht's hier dann auch links bei dem Klasse A Führerschein. So, dann sind wir hier am Ende links weitergefahren. Ihr habt es gesehen, hier kurz durch das Waldstück sind wir durchgefahren. Die Straße ist noch schön trocken, auch in den Waldstücken. Und es ist ja doch von der Jahreszeit, geht es ja jetzt dann schon langsam Richtung Herbst. So, dann sind wir links abgebogen und dann hat der Tobi hier, dann ist er da rechts rangefahren, weil sein Funk, sein Kopfhörer, der ist verrutscht. Und natürlich dürfte er jederzeit einmal anhalten. Und da die Prüferin jetzt mal dringend telefonieren musste, bin ich ausgestiegen und habe meinem Schüler nochmal erinnert an die neue Geschwindigkeitsbeschränkung, die dann in wenigen 100 Metern kommt. Wobei ich mir sicher bin, dass das Tobi sowieso gesehen hätte. So, dann ist es weitergegangen und jetzt haben wir wirklich einen richtigen Schrecken bekommen. Schaut mal, was jetzt passiert ist. Tobi hat im letzten Moment noch diesen LKW gesehen. Wir waren alle sprachlos und wussten erstmal gar nicht, was wie uns geschieht. Glücklicherweise nichts passiert und wir konnten weiterfahren. Dann ist es also hier weitergegangen, zunächst Richtung Süden. Ihr seht es, wir fahren direkt in Richtung Alpenkette bei nach wie vor, ja, bei herrlichem Wetter und recht warmen Temperaturen. Wir sind ja doch schon recht fortgeschritten in der Jahreszeit, aber wir hatten hier nochmal einen richtig warmen Tag erwischt. So, dann ging es hier in diese Ortschaft rein. Sondermoning heißt diese Ortschaft. Und was gibt es hier zu beachten? Ja, dass man nicht zu schnell reinfährt. Natürlich sollte man beim Ortsschild schon die passende Geschwindigkeit haben. Nicht da erst anfangen zum Bremsen, sondern schon rechtzeitig verzögern. Und in den Ortschaften gibt es natürlich immer wieder auch mal Bushaltestellen. Ich spreche das immer wieder mal an, denn die Erfahrung zeigt einfach, plötzlich steht dann da ein Bus mit Warnblinker und der Schüler sieht ihn nicht. Und das ist natürlich nicht nur bei der Prüfung ein Problem. So, jetzt ging es dann hier wieder raus aus dem Ort und hier kam jetzt diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70. Die ist noch relativ neu und noch nicht so bekannt. Und da habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen in dieser Pause jetzt, die wir hatten. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, der Tobi, der hätte das auch ohne diesen Hinweis gesehen. So, jetzt ist es nicht mehr weit. Wir kommen dann zum Kreisverkehr und da wird es dann spannend. Wo es hingeht, lassen wir uns überraschen. Hier wurde übrigens auf der linken Seite dann das 70 aufgehoben und dann wäre es auch gut, wenn man wieder Gas gibt, denn dann merkt natürlich auch der Prüfer, dass man das Verkehrszeichen gesehen hat. Hier geht es dann allerdings wieder rein in den nächsten 70er Bereich. Ja, und jetzt ist spannend geworden, wo es hingeht, und die Prüferin, die wollte jetzt rechts fahren. Das ist ungewöhnlich, denn wir sind ja schon oft diese Strecke hier gefahren, aber nach rechts, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir da mal nach rechts gefahren sind, also bei einer Motorradprüfung. Und rechts geht es Richtung Seebruck. Es gibt allerdings auch noch eine Möglichkeit, dass man dann nach Chieming wieder reinfährt, also wieder nach links fährt, weil letztendlich müssen wir dann auch irgendwann mal wieder zurückkommen Richtung Traunstein, wo wir gestartet sind. So, also das hat er jetzt schon mal hier sehr gut gemacht. Er hat dann rechtzeitig den Blinker angemacht. Vor allem, wenn also diese Ausfahrten so nah sind, die erste Ausfahrt, dann schaltet man den Blinker schon frühzeitig ein, damit sich die anderen darauf einstellen können und schon fahren können. Nächste Straße links. So, jetzt ging es also erstmal Richtung Seebruck weiter.
Das sind hier ein paar hundert Meter und dann gibt es hier eine Möglichkeit, dass man links abbiegt. Ich denke mal, die Prüferin wird da fahren und so kam es dann auch. Wir sind dann da links abgebogen und das heißt, das bedeutet, ja, wir fahren durch Wohngebiete und ihr wisst, was das wiederum bedeutet. Ja, es wird nicht leicht. Ja, auch hier hat er sich super hingestellt. Der Tobi ist mit seinem Fuß da ein bisschen weggeblieben von der Mitte und linken Fuß runtergestellt. Es ist hier zwar egal, weil man fährt ja erst noch ein Stück nach vorne, bevor man dann abbiegt. Aber hat er wirklich schön gemacht. So, dann ging es hier erstmal durch diesen Weiler. Und ja, wieder ein Radfahrer. Seht ihr das? Wir haben mal wieder einen Radfahrer vor uns. Dieses Mal innerhalb des Ortes. Jetzt wird ja hoffentlich der Tobi nicht überholen. Und dann haben wir etwas, was man ja auch sehr oft erlebt. Man braucht eigentlich nur ein paar Sekunden Geduld haben. Und dann erledigt sich das Problem, in Anführungszeichen natürlich, von alleine. Also habt ihr gesehen, der Radfahrer ist dann rechts auf den Radweg gefahren. Ja, welche Schwierigkeiten sucht der Prüfer aus? Das hängt natürlich auch davon ab, was ist das jetzt für ein Schüler? Hat der schon einen Führerschein? So, da haben wir hier wieder einen Radfahrer. Also da haben wir hier heute wirklich eine etliche Radfahrer vor uns. Also wir haben jetzt den nicht überholen können. Und das ist jetzt neu hier, dieser Kreisverkehr. Ihr seht, der Asphalt ist noch dunkel. Das ist erst vor kurzem hier asphaltiert worden. Hier rechts ist ja die Schule. Und wir sind im Wohngebiet und viele, viele Rechts- vor Linksstraßen. Ja, der Prüfer, der achtet schon auch auf den Schüler. Ja, hat der einen Führerschein? Wenn der schon einen Führerschein hat, dann kommen vielleicht nicht so die Höchstschwierigkeitsgrade, also mal verkehrsberuhigter Bereich, so diese Geschichten und oder Einbahnstraßen, ja, aber entscheiden tut es letztendlich der Prüfer. Und hier haben wir also viele Rechts- vor Linksstraßen und da ist es besonders auch als Motorradfahrer wichtig, dass man recht weit runterkommen, wir sind sowieso in einem 30er Bereich hier, also bei rechts vor links schön runter mit der Geschwindigkeit, denn wenn da jemand kommt von rechts, dann hat der Vorfahrt Geht dann und links. zwar nicht erst in 5 Minuten, wie ich das immer zu sagen pflege, sondern der hat sofort Vorfahrt. Und ja, das war jetzt spannend, wie das jetzt hier abläuft. Kam jetzt kein einziges Mal ein Auto von der rechten Seite. Dann ist es hier links weitergegangen. Wir sind jetzt mitten in Kieming, ein Fremdenverkehrsort. Kieming am Chiemsee. Es gab viele Jahre hier den Chiemsee-Triathlon. Da habe ich auch schon mitgemacht. Mit Start hier in Kieming. Und ich bin die mit einer Mannschaft am Start gewesen und bin die Radstrecke gefahren. Wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, olympische Distanz, 40 Kilometer bin ich gefahren. Und ja, leider gibt es diesen Triathlon nicht mehr seit Corona. Und dann hat es Verwerfungen gegeben mit den Organisationen und dem Ort Kieming und ja. Schade, schade. So, dann hier auch wieder alles rechts vor Linksstraßen. Und jetzt kommen wir hier zur So, dann geht's dann Hauptstraße. auf die Hauptstraße und Richtung Grabenstedt geht's weiter. Genau. Wenn man hier rechts abbiegt, zweimal rechts fährt, dann kommt man direkt zum See runter. Also, hier gilt es dann einfach Geduld haben und wir sehen die Tobi wieder schön dastehen. Jetzt ist der rechte Fuß unten, er tut rechts abbiegen. Ja, war super gemacht. Dann
sind wir hier noch ein paar Meter in der Ortschaft Chieming. Und wir werden dann gleich noch ein bisschen Blick auf den Chiemsee haben. Auf der rechten Seite kommt er dann. Also es ist schon eine traumhaft schöne Gegend. Und der Tobi wird wahrscheinlich jetzt von der schönen Gegend weniger, ja, sich weniger darauf konzentrieren können. Aber trotzdem ist es natürlich toll als Motorradfahrer, ja, wenn du nicht bei strömenden Regen die Prüfung machen musst. Sondern so bei Sonnenschein hier bei so einem tollen Wetter, trockene Straße, angenehme Temperaturen, das kann ja auch ganz anders sein. So, dann kommt die nächste Schwierigkeit. Auf der linken Seite haben wir dann nochmal eine Bushaltestelle, war aber nichts. Jetzt seht ihr auf der rechten Seite den Chiemsee, links dann das Ortsendeschild, also erst da dann wieder Gas dazu geben und ihr seht, hier dürfen wir 70 fahren. Für die Einheimischen oder für die, die das hier kennen, der 70er Bereich, der wird dann in den Wintermonaten, dann wird dieses Schild zugeklappt und weil dann nichts mehr los ist hier und dann darf man hier auch 100 fahren. So, an der rechten Seite haben wir dann wunderbar einen wunderbaren Campingplatz hier direkt am Chiemsee gelegen. Hier rechts geht es dann mal rein. Da haben wir es gesehen. Also, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, macht mal einen Abstecher nach Chieming. Also, hier ist es wunderschön. Radfahrer, Wanderer, alle kommen hier auf ihre Kosten. Und natürlich auch die Motorradfahrer, das ist ja klar. So, jetzt wird es dann auch wieder spannend. Was will die Prüferin noch sehen vom Tobi? Ich könnte mir also vorstellen, dass wir dann, wenn wir jetzt ja doch eine Zeit lang schon unterwegs sind, dass es dann einmal hier die nächste vielleicht schon nach links weggeht. Lassen wir uns überraschen. Genießen wir ein bisschen die Fahrt noch vom Tobi. Die nächste Straße fahren wir dann links. Links geht's weiter. Ja, und so wie ich mir das gedacht habe, so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Wir sind dann hier die nächste Straße links abgebogen. Ganz wichtig bei Überland ist dann noch diese Umschaupflicht vor dem Abbiegen. So, dann kam ein anderes Fahrzeug hier daher. Wir konnten dann nicht gleich Oder mal ein bisschen dem langsamer. Tobi hinterherfahren. Und ja, haben ihm gesagt, dass er Okay, ein geht bisschen langsamer einfach. machen soll. Und dann ging es schon wieder weiter. Hier ist übrigens auch nochmal eine Möglichkeit, wo man diese Überholaufgabe gerne mal vom Schüler sehen möchte. Da lautet die Anweisung vom Prüfer, dass der Schüler mal langsamer fahren soll und also ungefähr 60, dann wird der Schüler überholt und bekommt die Anweisung, dass er bei passender Gelegenheit zurückgeholt soll. Und der Prüfer schaut sich dann an, wie das der Schüler macht von der Verkehrsbeobachtung. Ja, Ja, muss ich diese mir Aufgabe, merken, die das haben sind ja wir, so kleine die kam jetzt hier nicht. Dingsbums hier. Ich habe ja da, schau her, ich habe das Handy. Und hier Ich habe ja ist mein Handy schon wichtig in die Richtung auch, gelenkt, man dass sieht ja, ich die das Handy Straße da ist hier übersichtlich, schön gerade. Und da ist auch wichtig, dass man hier mal wirklich Gas gibt, dass man einmal 100 fährt hier auf alle Fälle. Und Ach, dann erst das später, wenn dann die ist Kurven kommen, die Wegweisende Kurve. Geschwindigkeit dann wieder rausnimmt. Ihr seht, das ist eigentlich eine ziemlich ungewöhnliche Straße. Was fällt denn auf hier bei dieser Ja. Straße? Ja, Oder es gibt was? keine Ja. Straßenpfosten. Kannst du mal schauen, welches das ist, weil dann kann ich mir Ja, das Handy Markierung schnappen. gibt es auch keine. Ist Es das hier ist da? leider Ja. so, dass hier Ja, sehr mit den Markierungen gespart wird und immer weniger Straßen haben Leitlinien, haben Markierungen, und diese sogar müssen in immer den scharf sichtbar Städten. bleiben, oder? In Traunstein haben wir eine Straße, Achtung.
Das sind die Markierungen seit vielen Jahren schon mittlerweile so dermaßen marode, dass es da immer wieder beinahe Unfälle gibt, wegen der schlechten Markierung auf der Straße. Keiner kennt sich aus und ja, da sollte man schon mal wieder eine Markierung machen. Das würden sich zumindest die Fahrlehrer wünschen, dass diese Markierungen mal wieder in Ordnung gebracht werden. Das würde die Verkehrssicherheit dann doch deutlich erhöhen. So, jetzt ist dann hier Richtung, wir sind unterwegs Richtung Erlstedt, dann ist es durch diesen Wald durchgegangen. Etwas unübersichtlich, man muss da die Geschwindigkeit natürlich wieder rausnehmen. Und auch hier dann wieder die Einfahrt in den Ort, rechtzeitig die Geschwindigkeit rausnehmen, dass man in den Ort mit der passenden Geschwindigkeit, also mit 50 reinfahrt. Das Fahrschulauto ist ja direkt dahinter, man kann es dann also am Tacho ablesen. Natürlich kennt der Fahrlehrer so den einen oder anderen Trick, wenn jetzt der Schüler das grob verpeilt, ja, dass er das ein bisschen kaschiert, aber der Prüfer hat schon Ahnung und Erfahrung, und wenn es also ganz grob nicht passt, dann ist auch so eine Prüfung schnell mal zu Ende. Also da immer konzentriert sein. Dann nähern wir uns der nächsten Schwierigkeit, eine Stoppstelle. Und am Ende der Straße rechts, links. Ja, wir sind da rechts abgebogen. Wo muss man stehen bleiben an der Stoppstelle? Da werden nach wie vor viele Fehler gemacht und viele denken, ja, ich muss am Stoppschild stehen bleiben. Nein, da haben wir hier gesehen, das Stoppschild, das ist ja ein paar Meter davor. Also man muss hier, also bei dieser Stoppstelle ist ein paar Meter davor, man muss immer genau schauen, wo ist denn diese Haltelinie, und da muss ich stehen bleiben. Und wenn keine da ist, dann an der Sichtlinie. So, wir sind also hier rechts weitergefahren durch den Ort. Er steht hier auf der rechten Seite, da ist der Fußballplatz für die Sportinteressierten von euch. So, und dann ist es hier am Ende der Straße, ist es dann nicht links, das war auch wieder eine Überraschung, sondern es ist rechts weitergegangen. Wir sind ja doch eine Zeit lang schon unterwegs. Wir sind dann hier rechts gefahren und dann gleich wieder links gefahren. Wie lange dauert so eine Prüfung? Das ist eine Direkteinstiegsprüfung und reine Prüfzeit sind 60 Minuten plus 10 Minuten für das elektronische Prüfprotokoll. Also insgesamt Dauer 70 Minuten. Letztendlich bestimmt der Prüfer, wie lange er dann fährt, wie sich es ergibt von der Strecke her. Also man kann es sowieso nicht auf die Minute genau, kann man es ja sowieso nicht bestimmen. Und man ist hier auch noch von anderen Faktoren abhängig. Also zum Beispiel Verkehr auf der Straße, oder kommst du irgendwo in einen Stau rein oder irgendwas Unvorhergesehenes, dann kann es natürlich so eine Fahrt dann auch in die Länge ziehen. Da könnte es auch mal sein, dass es länger dauert als 60 Minuten. So, dann sind wir hier zunächst geradeaus weitergefahren. Oft biegt man nämlich hier schon die erste Straße dann nach links ab. Da geht es durch den Ort Langensbach, für die Ortskundigen unter euch. Wir sind jetzt allerdings hier noch ein Stück weitergefahren und dann erst die nächste Straße links abgebogen. Und die nächste dann links. Nächste links.
Ja, auch hier hat man gesehen, der Tobi ist von der Verkehrsbeobachtung her schon sehr stark. Auch diese Umschaupflicht, der ist ja hier nachgekommen. War nochmal zurückschaut. Das ist also ganz eine wichtige Blicktechnik außerhalb geschlossener Ortschaften. Ist richtig. So, dann ging es hier Richtung Einham, ein kleiner Ort von vor Traunstein ist es. Ja, ganz schöne Straßen hier. Und bei dem Wetter macht es natürlich riesen Spaß, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Tobi ist hier übrigens mit einer Kawasaki ER650N unterwegs. Ein Motorrad, mit dem man wirklich sehr schön und sehr gut Motorradfahren lernen kann. Und hat die Maschine hat ihm sehr viel Freude bereitet. Und er überlegt sich auch, ob er diese Maschine von Kawasaki, ob er sich diese kaufen tut. Aber als erstes hat er gesagt, braucht er mal den Führerschein. Das ist also hier eine ganz vernünftige Einstellung von diesem jungen Mann. Der ist übrigens auch ein guter Schachspieler. Ich habe mit ihm auch mal eine Partie Schach gespielt. Also das ist schon ja, mein vollster Respekt, Tobi, wie du spielst, wie du Schach spielst. Also wenn du das Video mal sehen solltest, also ich ziehe meinen Hut vor deiner Spielstärke und musste mich schon sehr konzentrieren, dass ich gegen den Tobi hier gewinnen konnte. Und das war letztlich ein Positionsgefecht und ja, war nicht einfach. So, wir sind jetzt hier durch diesen Ort, durch Einham gefahren und hier, klar, mal Geschwindigkeit rausnehmen. Ihr seht, wir sind nach wie vor auf der Vorfahrtsstraße und hier gab es dann hier überall die Vorfahrtsstraßenschilder und hier gab es jetzt bei einer Prüfung, bei dieser Straße hier, die hier von rechts kommt, da hat dann plötzlich ein Schüler die Bremse reingehauen. Und hat es dann relativ schnell wieder gelöst, ist dann weitergefahren. Aber irgendwie war er, ja, er hat gedacht, da ist rechts vor links. Also es kann natürlich gleich mal sehr gefährlich werden. Und der Prüfer, der hat den Schüler damals, ja, ich habe mir gedacht, hey, also ist der jetzt durchgefallen nach diesem Manöver? Nein, der hat dem Schüler den Prüfer den Führerschein gegeben. Aber das kann natürlich ganz gefährlich werden. Also deswegen die Schilder ist schon wichtig, dass man die sieht und dass man dann weiß, ja gut, ich bin auf der Vorfahrtsstraße. Dann sind wir letztlich hier wieder reingekommen nach Traunstein. Alles Vorfahrtsstraße und seit vielen Monaten gibt es hier auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das war ja sonst immer 50, aber hier gab es eine neue, hier sieht man es, Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30, keine 30er-Zone. Und wir sind nach wie vor hier Und am Ende geht es dann auf der rechts weiter. Vorfahrtsstraße. Ende rechts. Und es sind nur noch wenige Meter bis zum Ende dieser Straße. Und wir haben mit dem Prüfer ausgemacht, dass wir hier bei dem Parkplatz eines Supermarktes aufhören, weil da steht dann der nächste Schüler. Also herzlichen Dank an den TÜV für diese Unterstützung bei der Organisation. Das ist immer sehr angenehm auch für die Fahrschulen, dass man da so toll vom TÜV unterstützt wird. Hier ist es also rechts gegangen. Hier ist es rechts weitergegangen und da kommen wir jetzt gleich vorbei an der riesigen, also für Traunsteiner Verhältnisse, an der riesigen Baustelle. Ihr seht es, immer noch nicht ganz fertig, aber ja, es wird nicht mehr lange dauern. Immer noch viele Fahrzeuge hier, immer noch auf 30 beschränkt. Ja, hier sieht man es, wird auch noch fleißig gearbeitet. Ja, und gegenüber von der Baustelle auf der linken Seite, da seht ihr die Maschine draußen stehen, da befindet sich jetzt unser Kawasaki-Händler. Der ist vor ein paar Monaten
in diese neuen Räume eingezogen. Der Tobi, der hat dann nichts mehr anbrennen lassen, der hat auch den Rest der Strecke noch gemeistert und die Prüferin hat ihm dann zum Bestehen gratuliert und hat ihm aber erstmal den Führerschein weggenommen. Warum? Ja, er kriegt natürlich einen neuen Führerschein, also dann nicht erschrecken, wenn sowas passiert. Er kriegt einen neuen Führerschein, da ist ein neuer Führerschein, die überreicht ihm dann den neuen Führerschein, ja. Er freut sich natürlich und der Fahrlehrer, der freut sich auch. Ich tue mich hier noch von der Prüferin verabschieden und die Emotionen müssen natürlich raus, ja. Und was gibt es Schöneres als das strahlende Gesicht eines Schülers, der gerade seinen Führerschein bestanden hat? Wie war das bei euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Hat euch mein Video gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr garantiert kein Video. Und gerne auch eine Unterstützung via PayPal. Dafür sage ich schon mal Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.